Stehst du hier etwa schon länger an? Entschuldige, ich wollte mich nicht vordrängen. Nichts für ungut. Ich gebe zu, dass ich alt bin. Und jede Straße mit Schlaglöchern drin war für mich eine Straße zu viel. Ich hab ein Problem mit der Zündung. Doch wenn ich mal lauf, dann laufe ich richtig und komme auf sicher Ziel. Wirklos! Ich kann leider nichts mehr machen. Wirklos! Nur Schrott, kaputt, nichts mehr. Weißt du, der ganze neue Kram ist mir viel zu teuer. Billig! Alles, was Ernie verkauft, ist billig! Hey, was ist mit dem Leihhaus am Schlossplatz? Die haben doch lauter so gebrauchte Sachen. Oh, da kommen die Nachrichten. Im Leihhaus am Schlossplatz, soll die Rattenpest ausgebrochen sein. Lauter weiße, schleimige Furunkel. Bläh. Sogar das Inventar ist angesteckt. Hier, der Beweis. Bläh. Ich war ein richtiger Renner. Bin Autobahn wie ein Blöder gefahren. Mit einem Bleifuß und nur volles Rohr. Ich war gar nicht schlecht, bis zum Sieg finde mir bloß ein Stück. Nun geht es mit mir bloß noch abwärts. So hoch auf der Leiter gibt's einfach nicht weiter. Ich verlass mich nie mehr auf mein Glück. Für jedes Schnäppchen läppische 10 Mark bleiben 100 Mark in jeder Tasche. 1000 pro Hose. Auf zu Ernie Schrottplatzrummel, wo sich für sie das Rad des Glücks einer besseren Zukunft entgegendreht. Ich war für jedermann zu mieten. Fuhr manches Brautpaar hin zur Hochzeit. Sah manchen Typ, der im Fond sitzen blieb, voller Liebe, wenn's allein glücklich war. Ich fuhr die Leute zum Friedhof. War mir egal, jeder stirbt schließlich mal. Doch nun geht mir das Ganze nicht an. Glücklos. Komm, wir fahren einfach auf gut Glück los. Wir finden schon was. Warum in die Ferne schweifen? Liegt das Gute doch so nah in eurer Riesenstadt? In jeder Steinwüste gibt's eine Oase. Diese hier, ganz in ihrer Nähe. Verrückt, Ernies, wunderbares Paradies. Für Schrottplatzliebhaber. Hast du mal was von dem Schrottplatz gehört? Sieht doch ganz nett aus. Ich kannte mal einen Surfer. Der fuhr zum Strand und lief quer durch den Sand, als ich ihn zum letzten Mal sah. Heute geh ich vor die Hunde. Heute gehen wir vor die Hunde. Wer hätte gedacht, dass es einmal kurz kracht und schon bist du der Blechhimmel da. Wiedersehen und gute Reise. Der Speditör. Ich hab deine Girl in die Schule gefahren und mich mit seinen Möbeln geplagt. Ein Leben lang hab ich geschuftet. Ich hab mir geklagt und bin nicht geparkt. Und da hat er mir einfach gesagt: Du bist wertlos.